Wir sind jetzt hier in Portsmouth Harbour angekommen. Gestern Abend mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Bus. Und jetzt sind wir heute Morgen hier unsere Sailing Swiss übernehmen. Wir sind gestern Abend hier im East House angekommen, haben hier übernachtet und jetzt geht es dann weiter Richtung Campbell und unterwegs möchten wir dann noch ein paar Manöver machen. Schließlich ist es ja ein Manöver-Turn. Das ist der Fluss Medina. Da unsere Sailing Swiss 3. Und ich werde jetzt hier längs sitzen gehen an einem Pier mit Eindampfen in die Springe. Ansteuerung von Hamble. Alle Engländer gehen vom Segel heim. Es ist Sonntag. Und wir sind hier mit der ganzen Armada unterwegs. Das ist schön auslaufen. Wunderbar. Das neue Boot. Und hier haben wir die Sailing Swiss, die wir jetzt leider verlassen müssen. So, what we do is we build that up first. Yeah. Yeah? And then we lay a couple of layers of mat in it, so we need to feather it back and lay mat in it. Yeah. And then we literally got to start gelling it. Wir sind jetzt unterwegs von Hamble zum Beauly River und gerade voraus haben wir Bramble Bank. Vor der gehen wir dann in den Hafen. Dienstagabend am 17:45 Uhr. Wir sind jetzt gerade hier im Hafen von Yarmouth auf der Isle of Wight angekommen. Also, ich habe mir nämlich gedacht, wegen. Es gibt ja sonst noch Anlegemanöver. Ja, wir hier. Zum Wohl. Zum Wohl. Soll ich mit deiner Kamera anstoßen? Katrin, Nathalie. Zum Wohl. Zum Wohl. Anders. Johannes, zum Wohl, Post Nathalie, Post Katrin, Aldo, zum Wohl. Was?
Ja, und ich bin gerade noch gerade gestorben. Wir sind immer noch im Yarmouth Harbour und gehen jetzt auswärts bei den Landen zu Nacht essen. River Char in Yarmouth. Da der Blick von Yarmouth raus. In Solent. Are you happy in this modern world? Wir sind jetzt auf dem Weg von Lymington nach Southampton. Donnerstag Nachmittag, um 3 Uhr. Mit 2 Knoten Gegenstrom. Wind haben wir leider keinen mehr. Und darum müssen wir jetzt hier mit dem Motor unterwegs sein. Dann sehen wir noch die Isle of Wight. Und dann haben wir die Südküste von England. Jetzt geht es ca. noch 3 bis 4 Seemeilen. Dann kommen wir da vorne am Ende dieser Landzunge ins Southampton Fahrwasser einbiegen. Southampton langsam sichtbar. So, jetzt biegen wir den hier ab in der River Beach von Southampton. So, jetzt sind wir hier in der Ocean Village Marina von Southampton angekommen. Freitag, der 18. Mai, unser letzter Tag. Wir sind jetzt unterwegs von Southampton nach Portsmouth. Wir befinden uns jetzt im North Channel, nördlich von rund 40 Grad Mitte. Und suchen jetzt davor noch den nächsten Ostverband, wo wir dann in das tiefe Wasser nehmen. Ansteuerung von Portsmouth. Hier in der Mitte sehen wir sehr schön das Pinnacle Tower. Hier voraus sehen wir unsere Pärmarke, das War Memorial, mit dem Gebäude hinten dran, wo wir jetzt darauf hinheben. Hier aussen noch riesige Festungsanlagen. Einfahrt in die Ganwarf Marina. Wir sind hier in der Ganwarf Marina angekommen. Hier haben wir den Pinnacle Tower. Hier haben wir das Shopping Center. Wo aber früher der Ganwarf war. Wo die Briten ihre Kriegsschiffe mit Kanonen ausgestattet haben. Angemacht haben wir hier links. Seit an einer schwarzen Bark mit dem Namen Alice. Oh, won't you stay? Stay away with your own.